In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du mit Hilfe von Schwarz-Weiß-Umwandlungen einem Bild sehr viel mehr Kontrast verpassen kannst. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von Explore Creativity und herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop-Quick-Tipp. Heute geht es mal wieder nur um eine reine Photoshop-Technik und das ist auch wieder nur eine ganz kleine Technik, aber die hat wirklich, wirklich große Wirkung und lässt sich sehr effektiv in den täglichen Workflow für eure Bilder einbauen. Und zwar geht es diesmal darum, wie wir einem Bild mehr Kontrast verleihen können und durch diesen höheren Kontrast vor allem auch Bildteile besser sichtbar machen können und Bildteilen mehr Struktur, mehr Details und mehr Klarheit im Endeffekt verleihen können. Und das Ganze geschieht über die Funktion Schwarz-Weiß. Das heißt, wir werden uns einen Schwarz-Weiß-Effekt zunutze machen, um später den Kontrast in einem Farbbild zu ändern. Und das funktioniert so. Wir haben hier unsere Basisebene. Als erstes werde ich die einmal duplizieren. Das geht wie immer mit der Tastenkombination Command J und jetzt habe ich hier meine Kopie. Und dieses Bild werde ich jetzt erstmal schwarz-weiß machen. Ich mache es mir vorher zu einem Smart-Objekt, damit ich eben die Schwarz-Weiß-Anpassungen auch noch wieder rückgängig machen kann oder im Nachhinein noch anpassen kann. Jetzt gehe ich also oben auf Bild und auf Korrekturen und nehme hier zuerst mal die Verlaufsumsetzung, mit der man nämlich sehr starke Kontraste erzeugen kann. Dazu gibt es auch schon andere Videos von mir aus meiner Kontraste-Woche. Ich blende das mal oben rechts in der Ecke ein. Schau dir das mal an, wenn du wissen willst, wie du generell mit verschiedenen Techniken in Photoshop die Kontraste deines Bildes beeinflussen kannst. Aber hier bei der Verlaufsumsetzung kommen wir dann in dieses Menüfeld und da wird automatisch jetzt ein Verlauf angewendet. Wir gehen einfach hier in das Feld rein und wählen den Schwarz-Weiß-Verlauf aus. Und jetzt können wir nämlich mit diesen beiden unteren Greifern hier den Schwarzpunkt und den Weißpunkt ein bisschen zusammenschieben und erhöhen dadurch den Kontrast im Bild. Das gleiche können wir hier noch mit dem Mittentonbereich machen und so kriegen wir ein sehr kontrastreiches Bild, was sehr viel mehr Details aufweist als das Originalbild vorher. Wir bestätigen das beides mit OK. Und jetzt haben wir also hier unsere Basiskopie mit Schwarz-Weiß-Effekt. Der Trick besteht jetzt im Mischmodus der Ebene. Den stelle ich nämlich um auf Luminanz, auf den allerletzten Mischmodus. Und was dann passiert ist, dass die Farben unseres Originalbildes wieder zum Vorschein kommen, aber die Kontrastinformationen von der Schwarz-Weiß-Ebene mit da reingemischt werden. Schaut euch mal den Vorher-Nachher-Vergleich an. Der Mischmodus Luminanz behält die Farbsättigung im Bild bei, aber verändert die Helligkeiten, die Luminanzen im Bild von den einzelnen Farbkanälen. Das heißt, dort, wo in meinem Schwarz-Weiß-Bild jetzt Elemente heller sind als im Original, zum Beispiel hier in dieser Wolke, da werden diese Helligkeiten später dann, wenn wir den Mischmodus auf Luminanz umstellen, übertragen. Das gleiche bei anderen Elementen, zum Beispiel hier dieser Sand. Der Sand ist hier im Schwarz-Weiß deutlich dunkler, das heißt, auch da wird die Farbe hinterher abgedunkelt werden, wenn wir auf Luminanz umstellen. Wir sehen das jetzt hier nochmal so schön. Ja, die Farbe kommt durch, aber sie bleibt deutlich dunkler, weil eben dort die Luminanzinformationen der Schwarz-Weiß-Ebene drüber gelegt werden. Und vor allem hier hinten in den Wolken kann man natürlich ganz krass sehen, wie sich dieser Effekt auf die Details auswirkt. Wir sehen auf einmal viel mehr Details, wir sehen auf einmal viel mehr Struktur in den Wolken. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Technik, mit der man eben Kontraste im Bild anpassen kann. Es gibt natürlich noch viele andere Techniken dafür. Generell könnt ihr das eigentlich mit jeder Schwarz-Weiß-Technik machen, die ihr so kennt. Ihr könnt zum Beispiel auch einfach diese Ebene nehmen, hier die Korrektur Schwarz-Weiß drüber legen und jetzt diese Korrektur in den Mischmodus Luminanz versetzen. Seht ihr das? Das hat einen ähnlichen Effekt, nur dass halt die Korrektur Schwarz-Weiß nicht so starke Kontraste erzeugt, wie es eben die Verlaufsumsetzung erzeugen würde. Aber der Effekt ist eigentlich der gleiche. Ihr seht das hier vor allem unten im Sand, da kann man es ein bisschen sehen. Aber wie gesagt, das liegt daran, dass ansonsten nicht so viel Schwarz-Weiß rauszuholen ist. Ihr könnt aber auch einfach, wenn ihr das nicht auf einer neuen Ebene machen wollt, einfach die Verlaufsumsetzung hier als einzelne Korrektur auswählen, macht genau das gleiche, schiebt hier auch wieder so ein bisschen hin und her, dass das Ganze kontraststark wird. Und dann können wir auch diese Korrektur einfach in den Modus Luminanz setzen, hat genau den gleichen Effekt. Gut, ich hoffe, das war ein Tipp, der euch gefallen hat. Ich hoffe, das kanntet ihr noch nicht. Und ich hoffe, ihr wendet den mal an und verpasst so euren Bildern etwas mehr Kontrast. Das funktioniert natürlich am besten mit Bildern, wo auch tatsächlich viel Kontrast nötig ist oder wo viel Kontrast auch was bringt. Ja? Denn das Schwarz-Weiß muss halt auch kontrastreich werden können, um überhaupt diesen Kontrast dann übertragen zu können. Ich blende jetzt an dieser Stelle noch zwei weitere Videos ein, die dich vielleicht interessieren könnten. Schau dir die auf jeden Fall auch mal an. Da lernst du sicher nicht noch was Neues. Und falls noch nicht geschehen, abonniere doch auf jeden Fall auch diesen Kanal und gib ihm einen Daumen nach oben, wenn dir dieses Video gefallen hat. Wir sehen uns jetzt beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.